Glück auf und willkommen bei Barbecue aus dem Pott. Leute, ich sag nur Brot und auf dieser Art und Weise haben wir das noch nie gemacht. Wer wissen will, was ich meine und wie es geht, der bleibt einfach dran. So, was gibt es denn Schönes heute? Ein Dinkel, Sonnenblumen, Kürbiskernbrot, ne? Aber das hat meine Frau gemacht, die Tage. Aber ich hätte mich reinlegen können. Das Brot, ne? Das war in 2 Tagen weg, ne? Weil das so geil war. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, das machen wir für die Leute, ne? Die müssen das wissen, das Rezept, ne? Und das Brot, ne? Aber das hat meine Frau natürlich im Backofen gemacht. Da habe ich gesagt, komm, haben wir noch nie gemacht, ein Brot im Dutch Oven. Immer funktioniert das überhaupt, ne? Schmeckt das vielleicht sogar besser als im normalen Backofen. Leute, also in dem Sinne, ne, mal gucken, ob das was wird. Ne? Ich hoffe sogar, dass das besser ist. Ne? Bei den scheiß Strompreisen, da weiß ja jeder, ne, dann mache ich das doch lieber im Dutch Oven. Ist auf jeden Fall noch günstiger, obwohl die Gaspulle ja so um die, ich glaube, was sagen wir jetzt mehr, 7 Euro für 11 Kilo. Ne? Aber müsste trotzdem billiger sein. Auf jeden Fall hier, fangen wir an. Da sind die Kerne. Kürbis und Sonnenblumenkerne. Ne? Die. Das ist der erste Schritt hier. Anrösten, ne? So rein damit. Und das dauert jetzt hier so 2, 3, 4, 6 Minuten. Also schön anrösten. Dann zeige ich euch die nochmal, wenn die angeröstet sind. So Leute, ich hoffe, das sieht man. Ist schön angeröstet. Er knackt auch, ne? Wie gesagt, kein Öl, kein Fett. Also keine Margarine, Butter oder so rein. Einfach anrösten, dann geht das schneller. Ne? Aber guckt euch das an. Seht ihr den Dampf, der aufsteigt? Schön angeröstet, weil das riecht ja wie auf dem Weihnachtsmarkt. So, das können wir schon mal ausmachen. Und wir sehen uns in der Küche wieder, weil wir müssen ja erstmal den Teig noch machen. So Leute, was habe ich denn vergessen zu sagen? Ja, von den Körnern hier, die Sonnenblumen und die Kürbiskerne. Jeweils 100 Gramm, ne? Schön anrösten. So, jetzt haben wir hier schön drin, guckt, 500 Gramm Dinkelmehl, 50 Gramm Flocken, Haferflocken. So, dann haben wir schon mal. 500 Milliliter lauwarmes Wasser, 10 Gramm Salz, 2 Beutel Hefe, Trockenhefe und hier brauchen wir noch 2 Esslöffel Apfelessig. In dem Sinne. So, und wer so eine Küchenmaschine nicht hat, ne, der nimmt einfach den Handrührer und der nimmt dann diese hier. Ne? Das ist super für den Teig, wer das nicht weiß. Ne? Aber wir haben so eine Küchenmaschine, machen wir jetzt damit. So. Hefe rein. Bei der Hefe könnte man auch einen Würfel frische nehmen stattdessen. Richtig, wer ne, lieber frische möchte, der nimmt ihn natürlich die frische Hefe. Ist ja klar. So, Apfelessig, Esslöffel, zack, 1, 2, fertig. So, die Körner, boah Leute, die riechen, ne? Haben wir gerade schon ein paar so genascht, ne? Oh, das schmeckt einfach super, ne? Ich sag euch das. Abends so einen kleinen Snack, ne? Zack, kann man die auch mal schnell anrüsten, ne? Oh, das war's. Das ist einfach geil. So, das Wasser rein, 500 Milliliter. So, zack, das Moped einbauen. Runter und an und rühren. Ja, super. Guck mal vor. Abfahr jetzt in den Strom rein zu machen, Leute. Hör mal, wie bin ich denn heute vorbereitet? Aber jetzt geht's ab hier. So Leute, guckt euch den Teig an. Guck mal, wie geil der ist. Und, was ist denn die Besonderheit an diesem Teig? Ja, ihr müsst ihn nicht gehen lassen. Zack, der kann sofort gebacken werden. Also ist das eigentlich ein ganz schneller Teig. Zack, hier. Dutch Oven. Backpapier. Ne, habe ich reingeschnitten. Also zurechtgeschnitten. Und jetzt den Teig. Boah, guckt euch den Teig an. Hör mal. Wie geil ist das denn? Ja, der Teig klebt. Ich bin ja auch nicht hier der Brotbäcker hier zu Hause. Das macht meine Frau eigentlich. Ja, wenn was schief läuft oder was ich anders machen muss, muss meine Frau das sagen. Aber erstmal den ganzen Teig da rein, ne, würde ich sagen. Das ist ja wohl klar. So. Alles hier. Ich glaube, ich nehme mal meine Hand. Oder? Zack. Ist hier nicht so rennen. Hier. Zack, ein bisschen Sauberei. So. Was soll ich jetzt nochmal? Ein bisschen auseinander, oder? Ein bisschen verteilen, ne? Ja, das mache ich dann.
Ach, der ganze Boden. Vorwärts, wa? Mhm. Eine Ecke rein noch. Oh, guckt euch immer. Perfekt, der Teig. Bis jetzt. Wie gesagt, ja super, mal eben, ne? Sage ich euch, Leute. Ne? Keine Gehzeit, gar nichts. Na. So, das haben wir. Sieht doch gut aus, oder was sagst du? So, scheiße. Sag so, was machen wir denn? Wir machen indirekt. Kommt sofort rum. Wir bauen ihn ein. So, ich habe mir überlegt, wie gesagt, noch nie gemacht. Ne? Das werde ich indirekt natürlich, ne? Das wir hier so bei 200 Grad erstmal an ich. Wer hat, wer nicht hat, weglassen. Aber ich denke mal für die Oberhitze ein bisschen, mache ich den Heckburner ein bisschen noch an. So, Deckel brauchen wir auf jeden Fall. Ne, dass die vom Heckburner hier die heiße Luft zirkuliert. So, diesen an. Wie gesagt, indirekt. Dass wir jetzt auf 200 Grad kommen. Ne? 40 Minuten. Dann gucken wir, wie das aussieht. Das Spiegelchen. So Leute, 40 Minuten später, kommt ran. Wir gucken zusammen. Oh, man sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Aber, ja, noch weich. Und, das ist mir doch viel zu hell, das Brot. So, rausnehmen. Backpapier abziehen. Guck mal, habt ihr gesehen? Perfekt, ne? So, wieder rein. Deckel zu. 20 Minuten. Und dann, hoffe ich, ist das fertig. So, Leute. 60 Minuten später, ohne Deckel nochmal. Insgesamt 60 Minuten. Guckt euch das an, das sieht einfach perfekt aus, ne? Wie gesagt, ohne den Dutch Oven Deckel hatten wir das ja jetzt nochmal 20 Minuten. Jetzt einmal stürzen. Oh, super. Voilà. Seht ihr auch sofort unten. Ja, nicht zu braun. Ja. Wie gesagt, ist er jetzt auch noch heiß, ne? Auskühlen lassen. Eigentlich, aber komm. Wenn hätte das? Kleineren Dutch Oven nehmen würde, hätte man. Ja, einen höheren, ne? Dann hast du genau. Ein richtiges Brot oder. Man hätte das jetzt auch, wir hätten das auch einfach in einer Ecke machen können, ne? Aber. Guckt euch das Ergebnis an, hör mal. Guck mal, schön matschig, ne? Ja, seht ihr das? Und geh wieder hoch. So muss das sein, Leute. Hier, guckt da nochmal. Super. Ein Stück probieren natürlich, ne? Ob der so schmeckt wie letztes Mal. Vielleicht auch noch besser. Meine Frau. Zack. Boah. Und? Ja. Mhm. Besser nicht, aber. Sehr gut. Ich würde sagen, genauso, oder? Mhm. Was sagst du? Ja. Habt ihr gesehen, ne? Schnelle Nummer, ich sag ja. Ohne Gehzeit einfach mal ein Brot machen, wa? In 60 Minuten quasi. Ne, so, Leute, super. Wie gesagt, kleiner Dutch Oven, wie meine Frau sagt, oder einfach in so einer Ecke, dann hast du einen höheren, aber das ist auch noch okay, finde ich. Ne, geiles Brot, sag ich ja, super. Also mir schmeckt das. Macht das einfach mal nach, ne? Einfach mal ein Brot selber machen, das lohnt sich, Leute. So in dem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Liken, abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Glück auf!